Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute weiter, Sharon Returns. Für mich ist die letzte Aufnahme ziemlich lange her. Irgendwie 2,5 Wochen oder so. Ich habe elendig lang am Stück aufgenommen beim letzten Mal. Und deswegen weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig. Aber soweit ich das sehe, sind wir jetzt hier und starten den Run auf Telestrian Industries. Da haben wir einen Decker, einen Trolldecker mit dem Deck auf dem Rücken. Sieht verdammt gut aus. Und hier haben wir auch schon Baron Samedi, unseren neuen Freund, der uns anspricht. Together again, man, mon ami, you and Samedi shall do great things this night, great things. Yeah, we're gonna shake the pillars of heaven, buddy. Sarcasm should not be... should no place between partners, huh? Let us be professional. The way you professionally hacked my comlink... Ah, point taken, as you play, but we must be friends, we are allied, you and Samedi. So, what now? These things are easily overcome, be assured. As you were told, there are some tasks that only you can do from inside the building, just as there are some that Samedi must do from his remote location. We must coordinate our actions, that is all. Boldness and a clear head will win the day. So. Also, meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Wir sind hier und machen den Telestrian Industries dran. Und Baron Samedi wird uns wird uns unterstützen aus der Matrix. Storming the front desk doesn't sound bold. It sounds insane. Do not be so negative. Samedi has rerouted the guards in the section of the complex. The coast should be clear for you to navigate to the calling officers. Bon chance. So. New objective. Have at least one runner able to deck until you have the information you need. And find the Aegis sample. Also Aegis war ja, wenn ich mich recht erinnere, das Gegenmittel, das wir suchen gegen die Bugs, ne? So. Die laufen mir alle nach, das ist ganz gut. Let's open the door here. Halt, this is a restricted area. So viel zu dem Punkt, dass hier dass hier keine Guards sind, dass die alle rerouted werden. Das ist also irgendwie nicht ganz so wahr, wie man sich das wünscht. So, ich fahre meine Drohne mal hier in Deckung und auf die wird geschossen, ein Reaktionsschuss, der nicht trifft. Und ich selber trifft den Lone Star Guard auch nicht hier. So. Zweite Drohne. Fliegt ins Zimmer. Und schießt. Naja, zumindest ein leichter Treffer. Hey, die Drohne hat zwei Bewegungs... drei AP. Nicht zwei, sondern drei. So, und... Full Monte natürlich mal wieder, ne? Wer auch sonst? Full Monte. Ist doch Full Monte, oder? Ist Full Monte? Glaub schon. So, aber auf die Entfernung nehmen wir lieber natürlich, ne? Die Schrotflinte mit 20 Schaden macht die auch ganz guten Wumps hier. So, wenn ich mich recht erinnere, ist das ein Battle Mage? Und zwar kein schlechter, den wir da eingekauft haben, wie es auf den ersten Blick aussieht. Dann stelle ich mal dahin an die Türe. Dann haben wir noch 2 AP. Und das sollte doch für den... obwohl eine Flächenschaden brauche ich da natürlich überhaupt nicht. Ball Lightning kostet 3 AP. Der Mana Ball. Naja. Zump. Ja. Hinüber. Und unser Decker. Der auch 3 AP hat. Das ist gut. Das soll sich mal in die Richtung begeben. Da steht eh ein Computerterminal. Mal gucken, ob das hackable ist. Alter, natürlich muss er den gleich ankritten, der Pfosten. So, meine Dobermann-Drohne. Die hat eigentlich auch 3 AP. Warum konnte die gerade nur einmal schießen? Habe ich sie zu weit bewegt? Wollte ich eigentlich nicht. Zack, zack. So, Havelock, ziehe ich jetzt dahin nach. Und Eldrono. Dahin. Und dahin. Und Full Monte sollte mit der anderen Waffe hier schießen auf die Entfernung, aber sollte dafür den Kollegen hier ganz gut erwischen. Und zieht sie ein bisschen weiter vor.
Und da haben wir den Mage, beziehungsweise die Magin. Mission Item Added, Telestia Industries Access Card. So. Unseren Decker ziehe ich mal dahinter. Naja, nicht hinter einem Blumentopf, den ziehe ich dahin einfach. So. Die Dobermann. Die Dobermann schalte ich aus. Gehe ich auf Follow. Dann habe ich in der nächsten Runde 2 AP. Damit komme ich dann auch bis zur Tür. So. Strato 9. Ziehspieße zur Türe. So, wunderbar. Ich weiß nicht, ob das 2 Eingänge zum selben Raum sind oder eher nicht. Hey, was kann ich denn da machen? So, the keycard slides into the terminal and the screen comes to life. Very nice. Priority alert, intrusion detection. All awaiters lockdown, security response, Oscar 6. Na, verdammt. Terminal 6J4, accounting is unsecured. Notify the user to secure the terminal at once. Ja. Also öffnen wir die Türen. Lobby doors unlocked. Aber wir haben einen Alarm. Oh, apparently the coast was not so clear. Nah, apparently not. Oh, do not doubt, Samedi. The egg assemble will be ours before the night is through. Na, hoffen wir es mal. There was reorganization Telestian recently. They have a new vice president of security and he is making changes to their standard procedures as it is nothing Samedi cannot handle. Now on to the accounting offices. Ja, super. Samedi kann das handeln, gar kein Problem. Das ist ja toll. Dann bin ich ja glücklich, dass nur ich hier Probleme habe, das zu handeln. So, Battle Magin. Dahin. Puh, der Decker, der bleibt mal noch so stehen erstmal. Ich mache mal Ende der Runde. Dass ich hier möglichst nah hinterher komme. So. Ich mag auch nicht so weit abseits stehen. Nicht, dass den jemanden im Rücken fällt. Unserem guten Havelock. So, die Drohne bewegt sich immer nach rechts. Da gibt es noch nichts zu sehen. Dann weiter Richtung Tür. So. Full Monte. Kann ja eigentlich die Tür sogar schon öffnen. Und geht hier drin in Deckung. Call the response center. We need reinforcements. Und gut, das könnte für Full Monte jetzt trotzdem etwas unschön werden, befürchte ich. So, aber Jenny kann sich hier hinstellen. Kann man mal gucken, haben wir einen 1-AP-Zauber, der ein bisschen was gut macht. So, ich mach Full Monte, kriegt ein bisschen zusätzliche Rüstung, die kann ihm gerade nicht schaden, glaube ich. So. Den Decker ziehe ich hier in Full Deckung. Möglichst. Okay, das geht auf die Magierin, das ist nicht schön. Aim Accuracy. Oh gut, der hat ja. Das geht daneben, das ist schön, das geht auch daneben. Puh, immer Glück im Unglück, sag ich mal. So, ich ziehe mich selber dahin. Dann kann ich nächste Runde die Drohne aktivieren. Nächste Aktion, besser gesagt. So, hier hin. Ein bisschen Deckung kann ich schaden. Und machen wir erstmal den normalen Lone Star Guard hier hinüber. Naja, wenn ich treffe, würde ich ihn gerne hinüber machen. So, und da haben wir wieder Full Monte. Full Monte geht jetzt in Deckung. Und zack. Und Moment mal. Braucht 2 Runden. Machen wir dann demnächst. Irgendwo mal mit einer Granate arbeiten wir wieder. Die sind ja eigentlich ganz effektiv. So. Die Magierin ziehe ich hier rein. Und. Na?
Wo hau ich den hin? Auf den, auf den? Ne, Moment mal, war das nicht... Ball Lightning. Hä, wieso hat die nur noch 1 AP? Ich hab gedacht, die hab sie jetzt nur für 1 AP bewegt. Naja, egal. Mach so einen normalen Angriff. So. Rimbeer. Kann mal da reingucken. The terminal is active and displays a login screen that reads Accounting Division Level Human Resources 1. Run search. Local access granted. Network access granted. So. Lynn Telestrian. Employee status terminated. Also sie wurde gefeuert. The Universal Brotherhood. Record not found. So, logging off. Schade. Hat nicht viele Verbindungen zutage gebracht, das Ganze. So. Schauen wir, ob der Decker hier irgendwas schaffen kann. Naja. Hat immer einen letzten Schuss abgegeben. Die Drohne wird verfehlt, das ist ganz gut. Aim Accuracy. Ja, so kann man damit leben irgendwie. So. Ich aktiviere meine Dobermann auch noch hinterher. Hier haben wir nur eine Bewegungseinheit, definitiv jetzt. Verbleiben zwei. Zack, daneben. Zack, auch daneben. So, Havelock geht hier in Nein, nicht auf die Drohne, das soll hier in Entdeckung. Kann er von da später auch noch schießen. Die Drohne geht hier um die Ecke und kümmert sich mal mit um den. 28 Damage insgesamt. Fulmonte! Unser kleiner Fulmonte nimmt die Schrotflinte und kümmert sich hier hoffentlich möglichst gut um die Leute. 40 Damage rausgehauen. Oh, nice. So, Edgehot aber. Ball Lightning. AOE, AOE, kann ich alles nicht irgendwie. Explosion. Komm, mod einmal den Ball Lightning. This position is compromised. Ja, nach. So, und jetzt hat sie noch einen normalen Angriff, den macht sie auf den da in der Hoffnung, dass sie komplett tot umfällt. Daneben. Er fällt nicht komplett tot um. So, aber der Decker kann von hier nochmal mit der Knifte hinterher. Mit der Pistole bringt leider nicht viel. Er bekommt nochmal 10 Damage, weil unterhält sich. Na gut, damit ist er immerhin etwas beschäftigt, beziehungsweise er haut ab. Fulmonte kriegt einen Treffer ab. Der hat ein Medkit oder so benutzt. Ja. Zieh ich mal weg. Die Dobermann-Drohne zieht vor 1 AP davor und schießt den Kollegen in den Rücken. Vielleicht trifft sie auch. Naja. Ja, ja. Nicht so zufriedenstellen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich hätte mir schon gewünscht, dass der jetzt tot umfällt. Fulmonte. Geht mal dahin. Feuert einmal dahin. Und feuert einmal dahin. Schießt aber leider daneben. So, Jenny Hex. Dahin. Und den sollte man doch jetzt zur Strecke kriegen, oder? Zur Strecke bringen. Nicht kriegen. So. Dann können wir mal da vorlaufen und gucken, ob wir da an andere Infos rankommen als hier hinten. Run Search. Projekt Aegis, Projekt Established am 5.12. oder 12.05. Ich komme mit den US-Daten immer durcheinander. Project terminated for 5 Tagen und Ressourcenstatus und Cost Center restricted to CEO Access. So, run search. Sam Watts. Primary hits on Watts Sam, record not found. Secondary hits. Sam Watts, Watts Melinda, payment record. Okay. Billing System Access not available. Run search. Jessica Watts. Record not found. Watts Melinda. Okay.
Also wir finden hier irgendwo, finden wir Daten über über Sams Mutter. So, it appears that James has been making moves to secure his information, not the actions of a man who has nothing to hide, eh? We need to get upstairs to office and deck into his personal system. From here, it looks like the elevators are on lockdown. You will need to find an access point to deck so we can continue. Okay, also ich muss nach oben irgendwie.